Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal mit der bekannten Truppe. Hier kappeln sich gerade Jolle Wiesenrot und Bandit Bob. Nimm das! Also, aua, aua, aua. Ja, hab gewonnen. Wieder ins Auge. Und da hinten irgendwo auf Wolfs hat der Herr Fleischhammer. Hallo. 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 Bob, warum bist du auf immer so laut, du? Ich bin laut. Hola. Ja, komm mal mit, wir gehen jetzt lauter an Steinbruch. Typ, du. Steinbruch? Ja. Ja, komm zum Steinbruch. Hab ich eine Pickaxe? Hab ich. Schlitze hier den Wolf. Oh ja, hab ich. Erneut. Hab ich Steinbruch? Ja, Stammball! Steinbruch wollte ich nicht haben. Töte dich mir! Aber ich gehe jetzt hier mal ins Wasser, dann bin ich schneller hinten. Motorbötchen fahren. Na komm her, Wolf. Erstmal alles wegpacken mit 5 und jetzt. Ich gebe es dir. Oh, unter Wasser. Ich bin U-Boot. Da, fies. Ich werde mal schon ein paar Herbs sammeln hier, ne? Das ist gut. Wir brauchen ja ganz viel Flux. Wir brauchen Flux. Gleich hören wir den Fleischhammer wieder in Rage gehen, weil der Wolf ihn wieder, zerfetzt. Ja. Der hat ja auch mit dem Elch gespielt und jetzt spielt er mit meinem Fleischhammer. Der mit dem Wolf spielt. Ah, da ist er ja wieder bei dem Elch oder was? Ja. Oder liegt da hinter der Kadaver von dem. Ah, jetzt hat er Angst. Jetzt hat er Angst. Komm her. Ach, da hinten, da spielt er, ich seh's. Scheiße. Komm, du feige Sau. Ups, aua. Wieso treffe ich dich nicht? Jetzt hat er getroffen. Jetzt hast du getroffen, ja. Schießt du mit der Zwille drauf? Nee, wie mit der Zwille, Mann. Ich hacken mit der Pickaxe. Bauen ab. Du baust ab. Bauen wir den Wolf ab. Gleich macht das Spiel wieder Schuss hier. Hast du ihn getötet? Na komm. Nee. Hat sich nur ausgeruht. Feige Sau hat Angst. Jetzt gibt's doch eine. Oh, oh, jetzt liegt er gleich. Ich sehe das doch schon. Bin dead. Ich hab's gesehen. Und das Spiel hat schon wieder aufgehört. Ich werde nie wieder irgendjemanden angreifen in diesem Kackspiel. Aber was ich gerade sehe, ist, dass der Elch durch den Server neu startet. Wir sind nämlich in einer neuen Aufnahmesession, denn das klappt total super. Nord. Mit dem Nord. Hin- und Her-Schalten. Wir haben den Server gestoppt zwischen den Aufnahmen, damit hier nicht Sachen, die in der Falle sind, verenden oder angebaut. Ja, und ich hab für. Was war denn das jetzt? Was habt ihr denn gemacht? Der knurpst, glaube ich, an dir rum, Jack. Ich glaube, der knurrt, weil er dich riecht. Moose, jetzt machen wir es mal. Oh, jetzt ist die Maut. Jetzt ist die Mucke schon wieder so laut hier. Müssen wir so nah an den ran? Das Gute ist, ja, ich will jetzt nur den Elch hier noch mitnehmen. Da haben wir nämlich neue Knochen. Sag mal, wer kann eigentlich von uns was mit den Knochen? Oh, hier sind irgendwie. Hier sieht aus wie Kuhfladenbälle. Also, wenn Bob sich jetzt kackt. Ein bisschen geht mit den Tieren. Dann kann Bob da was mit den Knochen machen. Nur? Echt? Soll ich mal die Knochen dann legst du wieder den Elch rein, oder? Nö, nee, muss ich erstmal alles mit. Wir können es ja dann hier. Komm, Bob, ich zeig dir mal den Steinbruch. Du wolltest doch schon immer. Jetzt wird's wieder Nacht, dieses Spiel. Nackt? Nacht. Ich mache uns jetzt Licht hier hinten. An der Mine. Nämlich, ich setze ein Feuer hin. Hier, guck mal, hier oben ist die. Da ist er. Hier oben ist der Mineneingang übrigens. Hier, siehst du das? Hier kannst du minen, sogar zwei Eingänge. Ah, cool. Boah, hast du schon viel rausgetackert. Ja, oh je, okay. Nee. Gut, ich setze mal hier oben Feuer hin. Das war mit Create a Campfire. Jetzt komm doch. So. Build. Jolle. Ja, was denn? Dieses Schlüssel. Pass mal auf, ja. Diese Nerv brauchst du jetzt nicht sein. Jetzt. Diese Kräuter machen mal irre. Die haben wirklich so eine blöde Hitbox. Komm, so. Was ist, Jack? Was ist? Was willst du? Meine Frage ist. Ja. Wie macht man jetzt Thin Leder? Thin was? Thin Leder. Dünnes Leder braucht er. Thin Leder. Wenn Bob mal endlich seine Tiere da in den Stall bringt. Ja, ich frag mich doch, was denn da hinten in der Mine war! Ich weiß es doch auch nicht. Rühr mich doch nicht an. Jetzt weinen sie. Super, Jack. Wirklich. Also, wenn wir die ersten Tiere denn also schlachten, von Hasen gibt es Felle und die Felle müssen wir erstmal auf so ein Gestell ziehen. Das Gestell müssten wir jetzt auch demnächst mal bauen. Und dann muss das nochmal durch so eine, da wo der Flachs auch rein muss, durch diese Tanning-Tube, wo du es da in so in den brodelt. Kompensator? In den. Ja, da, wo es unter so einer Lauge halt da rubbelt, ja. Mann. Okay. Ja, verstehe. Da kommt das Leder auch rein und dann, wenn du draußen ist, hast du dann Leder. Ja. Aha. Aber dafür braucht man eben auch also Skill. Also noch 3, 4, 5 Tage. Ja. Ingame. Muss ja Bock noch lernen. Des Games. Wo ist mein Sack?
Hey, Wolf. Diese Musik, ne? Was machst du da, Wolf? Heulst du? Da ist ein Baum umgefallen. Ja, hab ich gemacht. Oha. Oh, bring euch einen Wolf mit, okay? Dann habt ihr wenigstens Spaß. Ich hab Tunnel gebaut. Was hast du gemacht? Dicke Tunnel? Ja, guck mal, hier Tunnel. Warum hab ich denn jetzt hier so eine Combat-Music? Bin ich angegriffen? Hilfe! Und er gedrückt, weil er nachladen wollte. Wer fängt jetzt? Wer soll denn das sein? Ach so. Läuft das Spiel bei euch noch? Euch läuft das Spiel noch? Ja, ja. Okay, dann weiß ich, was passiert ist. Wo war ein Eisenerz? Jacke. Ja. Eisenerz ist hier drin. Rechts oder links? Rechts, wa? Hier oben noch? Hier oben? Über uns? Hier oben. So, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Da drin. Bis gleich. Ach, da. Und hier auch noch. Ja? Aber hier habe ich gerade abgebaut. Kann ich nicht da schlafen. Sag mal, Jack, ist hier irgendwo hier noch Kohle? Kohle. Wir kommen hier nicht mehr raus, Mann, Bob. Warum denn? Kann man sich hinhocken? Stimmt. Stimmt. Nee, doch, geht. Wo denn? Hier ist übrigens auch Eisenerz noch. Ich hab das hier schon fermentiert. Das war dort korrekt. Ah, hier ist ein Säckchen sogar, um einen Rock reinzutun, wa? Der Wolf isst mich noch. Ich hör's von hier. Ganz schmatzende Geräusche. Hier bin ich gestorben. Hier kann es sein. Wow, 1200 Rock. Take all, was denn damit eigentlich? Was? Think all? Ich würde das gerne hier hin. Pick all. Hm? So, da ist er wieder. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen zurück. I'll be back. Ja, das Spiel ist stabil. Das läuft gut. Auch der Server hat ja gut funktioniert. Nicht. So, ich mach uns erstmal ein bisschen. Hallo? Ja. Hallo. Ja. Guten Tag. Kann ich. Ich höre dich nicht. Softwood-Billets kriege ich nicht in die Dings rein, ins Feuer rein. Mach nicht die Softwood, nimm die Hardwood. Ah, dann muss ich ja neue Holzer holen. Eben war ich doch schon im Holzfäller-Simulator wieder. Wieso, das geht doch richtig fix jetzt hier mit zu Game Master Mode. Ja, das ist schon richtig. Das ist bestimmt Hardwood hier oben. Ja, also Aufgabe, ne, ist demnächst mal für unsere Zuschauer. Wir müssen ja Seile. Mortar und Leder demnächst mal herstellen. Das sind so die nächsten Ziele, ne? Ach, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Wenigstens hat Jorle Ziele vor Augen. Mein Ziel besteht aus Wolf töten. Ich brauche das ganze Zeug, um ein Schwert zu basteln. Ja, aber wie denn, wenn du Bob? Was? Bob? Warum Bob? Nein, ich war's nicht. Na, was machst du da? Ich möchte Stein wegkriegen, irgendwie. Bei mir wird es jetzt extrem. Weißt du denn, wie du meinst überhaupt? Ja. Okay. Ja, das ist ja gut. Du es weißt. Ja. Braucht man dir das ja nicht mehr erklären. Ach du Scheiß. Entschuldigung. Was machst du da, Alter? Ich leg Stein. Der Berg brennt. Nee. Warum brennt der Berg? Was macht ihr denn da? Oh, ich brauche eine Schaufel. Hast du eine Schaufel bei? Ich hab keine Schaufel bei. Ich hasse es. Was machst du da, Bob? Ich habe jetzt einen relativ guten Baum umgehauen. Es tut mir auch leid für den Baum. Ah ja. Nicht schlimm. Aber dafür kriege ich jetzt schon mal, habe ich schon die ersten 30 Hardwood-Pilz. Und er sägt immer noch. Go for it. Ich glaube, das gibt jetzt die ganze Folge Hardwood-Pilz. Bei mir ist es auch extrem spannend. Ich mache jetzt gerade diese Kräuter. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ich bin ja jetzt immer nur Bergarbeiter gewesen, beziehungsweise hier... Hau den Baum um.de. Ey, toll. Abbauen geht nicht, oder was? Yo! Guckt mal kurz alle weg. Also, für meine Zuschauer, um das jetzt jemand zu erklären, also ich versuche jetzt, die Kräuter eben zu kombinieren. Da muss irgendwas rauskommen wie das hier. Was habe ich gerade gemacht? Grave Weight Preparation. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Flux. Wir suchen danach und das dauert. Bob, was machst du? Frag nicht. Hier stampft der ganze Berg. Wo ist nur ein Feuer hin? Ich wollte doch hier Licht machen. Oh, hoppla. Na, hier ist es. Add some fuel. So, und jetzt kommt hier rein. Geil, 52 Hardwood-Bills. So, eigentlich ist das Feuer überladen, aber wir haben Licht. Ach, da kloppt ja noch jemand. Wer ist das da oben? Ich. Was machst du? Ich hau den Berg in, weil er sich nicht wehrt. Nee, ich brauch Eisen. Wo ist Eisen? Sag das mir, ist nicht Eisen euer ist. Ernst. Das ist Was nicht denn? Euer Ernst. Dieses Spiel ist schon wieder abgestürzt. Och, Mint. Okay, ich bin gleich wieder da. Es geht ja auch schnell. Na, jetzt leckt er auch. Ja, jetzt leckt er. Uiuiui. Oh. Es ist und bleibt
mit Frust. Rust, gab es mal Zeiten, da war das ähnlich. Da waren es aber tatsächlich DDoS-Attacken. Echt? Bei Rust? Bei Rust, ja. Wo hast du Eisen gefunden? Check. Hier drin, da, das Eisen. Ach, dass es jetzt weg ist. Das jetzt weggemeint ist, ja. Aber ich brauche doch Eisen. Eisen. Oh. Ja, ihr Lieben. Ist wieder da? Naja, noch nicht. Ich fliege gleich ein. Ich sehe noch den schicken Ladebildschirm und was dann muss bin ich zuerst mal. Warte mal. Du musst Aber warum? Zu erfahren. Du musst erst Prospecting auf, weiß nicht, ich hab's auf 80 jetzt. Ich hab Prospecting schon auf, keine Ahnung was. Was denn? Warte mal. So, wieder da. 25. Das ging schnell. Prospecting habe ich auf 90. Warum? Was habt ihr? Ihr habt den kompletten Berg weg. Ja. Also es liegt am Dings, liegt am Game Master. Ja, ja, Game Master, ja. Oh Gott. Meine, ja, dann musst du Mining betreiben, also... Okay. Genau, du musst ore. Mine. Du musst immer die Nicht Digital Tunnel, mine ore. Genau, mine Digital Tunnel nimmt nur das Ore weg. Ah, okay. Gut, Mining. Ein Iron genau. Ore. Gehst du da auch mal drauf? Sieht hübsch aus da unten. Beide am Minen. Bam. Würde ich meinen. Gib ihm. Hopp. Das sieht ja richtig mächtig bei mir aus. Ist voll spannend. Ich muss jetzt hier also Gemeinsamkeiten finden, ja. Ich bin jetzt auf 27. Krass. Übel. Ja, ne? Oh mein Gott. Was machen Sie denn da? Ich hab knapp 2000. Das ist Cheaten, Mann. 2100. Ja, ich hab auch 600. Iron Ore? Ja. Ich gehe mal wieder zurück. Ich glaube, ich brauche nicht mehr für den Hier auch langsam. Leider Game Master Mode. Ist schon ein bisschen schräg, aber ich meine, wir kommen ja sonst zu nichts. Das ist ja nur Material besorgen und ja. Man kommt einfach besser durch, also. Absolut. So, ich jetzt hier mal. Hau ab, Crunch. Wolf! Aber hab dich gefressen, du! Prinzipiell bleibt ja die Arbeit eigentlich erhalten und auch gleich, also. Erinner dich an meinen Wurm, Wolf! Jack, ey. Ist dein Nemesis da unten, oder was? Hier stehen nur erst drei. Ach, ich bin ja wieder. Ich mal Gräber. Hä, wo ist denn jetzt Flash GM 123 Admin, ein richtig tolles Passwort, können Sie Zuschauer merken. Nützt aber nix. Haben Sie bei mir auch gerade gesehen? Ja, bei mir auch schon. Naja, es nützt ja nichts. Server ist ja nicht, immer an. Richtig. Minjas, wir sind ja die beiden Konstrukteure hier. Von ja. Uns. Wir müssten die diese Gestelle mal anlegen. Für Bob. Okay. Wow. Ich würde ganz gerne, bin ich bei dir. Ich muss mir kurz mal einen Crown flatten. Mhm. Also bei euch bewegt sich der Server noch? Ja. Ah, oh, schade. Bist du jetzt weg? Tschüss, das wäre jetzt das zweite Mal in dieser Runde. Bei mir auch, ja. Oh, aber ist ja nicht schlimm, das muss jeder mal mitmachen. Leute, wir haben es gleich geschafft hier. Wir haben es gleich. Was haben wir denn? Gleich Herbalism auf 60, dann kann ich Flux finden. Also ich kann Constructen, kann ich Forge and Anvil, das weiß ich nämlich mit meinem Level. Braucht, also ich man, kann jetzt braucht man denn zum Waffenbau? Flux? Nee. Du immer mit deinen Waffen. Waffen sind toll. 54. Ich kann ja die ganze Zeit irgendwie Bäume anfangen. Also um den Zuschauern zu erklären, was ich mache, eigentlich kann ich schon mehr bauen, aber eigentlich kann ich noch nicht bauen, deswegen mache ich jetzt ein, wie heißt das? Ein Forge and Anvil. Um nochmal aufzuleveln, meinst du? Um nochmal aufzuleveln, genau. Und zwar, ich glaube, ab 30 geht's dann weiter, ne? Gut, also du bist jetzt auf der Schiene, ich baue es hin und reiß wieder ab. Genau, ich würde jetzt, es ist ein Trick, den könnt ihr selber machen, wenn ihr wollt. Ich werde jetzt hier mir Steine rausholen. Quatsch, das ist Prospecting. Und dann... Nee, Moment, wie ist das? Nein, Quatsch, ich muss terraformen, so rum. Dicke Tunnel, zack. Dicke Tunnel. You can't tear apart, this is too far. What? So, hier noch ein bisschen was kombinieren. Los, komm schon, eins noch. Oh, man kann ja proben. Ah, Moment, ich geht's. Ja, proben ist, um Erze zu suchen. Hm. Cool. Ah, okay. Cool. Was? Ich hab gerade schon wieder so ein Achievement gekriegt. Toll. So, Rock. Und jetzt habe ich mir praktisch Steine geholt, habt ihr unten links im Chat gesehen. Und jetzt gehe ich hier an den... das könnt ihr auch ohne Game Master machen. Das ist jetzt einfach nur, um den Skill hochzubekommen.
Jetzt packe ich hier die 160 Steine rein, sage Build und sage, ich nehme das mal an die Seite und klemme das mal hier fest. Und dann sage ich Construction Deconstruct. Und unten habt ihr jetzt gesehen, Construction ging von 11, was, von 11 auf 28? Ganz zu Anfang, da wird man sehr schnell Minions. Aber dann wird es immer proportional, weißt du, geht's runter. Ja, aber das ist doch Wahnsinn. 11 auf 28, Moment, wie viel hat mir den Server dann eingestellt? Auf 10, 15? Nein, ist schon okay, wenn das du jetzt mal okay. Auf 70 bist, dann dauert das ewig. Ja. Bist du sicher auch als GM? Ja, ich bin, ich bin auf Level 90. Oh je. Okay. Ich habe ein bisschen viel Eisen. Braucht noch jemand Eisen? Wir brauchen das Eisen. Das ist gut für den Knochenbau. Gut. Vorwärtsmarsch. So, jetzt bin ich auf Construction auf 38. Stimmt, es geht schon wesentlich langsamer. Nur einmal. So, Deconstruct, yes. Jetzt bauen wir nochmal zwei in und dann. Der Anvil gibt ja auch, glaube ich, relativ viel Minions. Ah, jetzt kann ich schon Masonry. Jetzt müsste ich nur mal kurz den Dings ausmachen. Weil dahin wollte ich ja, gell? Masonry. Mhm. Aber jetzt ja, können wir Windmühle und Gedöns. Nein, nicht hängen. Oh Gott sei Dank. Oh, soll ich jetzt, ach, schon, soll ich jetzt Construction noch weiter skillen oder soll ich Masonry lieber? Da komme ich mal noch einmal. Weil es gerade so spannend war für die Zuschauer. Außerdem ist das Spiel dreimal abgestürzt, da darf ich auch nochmal. Ich mache hier gerade schon ein bisschen Flatten Ground, ne? Aber ich bin auch lernresistent, merkt ihr das? Weil in der letzten Aufnahmesession habe ich noch gesagt, weil das Spiel so instabil läuft, nehme ich mit OBS auf. Was habe ich gemacht? Du hast vorhin überlegt. Mhm, so, was und dann. Ja, ich lerne nicht. Gedacht. Absichtlich, nee. Und Bob baut hier den Berg ab. Mhm. Bob, du sollst deine Fallen machen. Bob, wir brauchen dich. Bob, der Baumeister. Dich ein. In die Gesellschaft. Mhm. Wieso willst du eigentlich Bergbau betreiben? Das verstehe ich nicht. Damit ich notfalls auch irgendwas mal schmelzen kann. Und ja, aber das ist ja, wir brauchen ja viel mehr Essen. Also, und Tiere vor allen Dingen. Ja. Boah. Nee. Boah. Aber Waffen. Ja, das brauchen wir. Jetzt hast du Fleisch haben wir wieder gecatcht mit billigen Mitteln. Ja, Waffen, klar, hatte Bob recht. Ja. Bob muss Waffen machen. Ja. Ja, verstehe, ja. Waffen. Und TNT braucht man, ne? Raketenwerfer. Ich wollte es gerade sagen, der Raketenwerfer. Die obligatorische. So was brauche ich hier nicht. So, ich bin so bei 55, nochmal noch einmal. Hier kann man bestimmt Kanonen bauen, oder? Wenn der gegen den Himmel guckt, dann hat er ganz komische Augen, der Typ. Aber die meisten FPS. Also für die Zuschauer, die es nicht mitgekriegt haben in einer der letzten Aufnahmesessions, wir haben für das Let's Play den Game Master Mode angemacht, um einfach um mehr zu tragen und schneller abzubauen. Und der Nachteil beim Game Master Mode ist, dass man in der Bauliste alle Sachen sieht, die man normalerweise noch nicht alle bauen könnte. Ja, dann machen wir es auch aus. Ne? Wenn wir was bauen wollen, dann gehen wir da raus. Und dann sehen wir, was wir bauen könnten. Das ist eine ganz neue Sache jetzt. Ja, das war bei dir nicht für die Verabredung? Gott, diese Musik heute. Was ist mit der Musik? Ich weiß nicht, manchmal ist sie ganz leise, dann ist sie ganz laut. Nee. Mann. Das muss ein Headset sein. Seine Stimme. Dem Herrn so, ich bin auf jeden Fall auf 60. Stimme. Jetzt mache ich hier Deconstruct. Damit das wieder alles hübsch aussieht. Hallo, Waffenlager. Wir müssten irgendwo. Übrigens, die Waffen, die der Herr Fleischhammer hergestellt hat, ich glaube nicht, dass er die schon herstellen konnte als Schmied. Die Hellebarden und so ein Kram. Ja, doch. Ja? Vielleicht die erste gewesen auch. Ja? Also, könnte es sein. Da gibt es auch, ich sag jetzt mal, so eine Art primitiven Morgenstern, den kann man auch ohne Leder und alles machen. Da so, Jolli, ich komme zurück. Aha. Wie heißt denn er? Jetzt Morgenstern. Morning Star. Ja, Rising Star nennt er sich. Ja, mal, schau ich mal nach. In Your Face heißt er, Herr Fleischermann. Ja, in Your Face. Bam, einfach. Bam, genau, heißt einfach nur Bam. Kann es sein, dass ich größere Mengen Eisen nicht verschieben kann? Pitchfork. Siehst du, genau, ich wollte eine Pitchfork machen. So, ich komme zurück zum Lager. Nicht verschieben. Ja, verschieben. Ich habe ein bisschen Eisen im Inventar. Bisschen. Und ich würde das irgendwo hin tun. Ja, mach hier in den Wir haben doch da so ein Eisen. Nee, Eisen kannst du nur hinwerfen auf den Boden. Nein.
Ach so, nee, nee, kannst du den Sack machen oder nicht? Oder nein. Meine Kiste hier? Nein, Kiste. Du kannst... Nee. Nein. Warum nein? Kann ich das nicht in den Ofen reinschieben? Er hat keine Ahnung, ich frage mich... Nein, du kannst das Eisen auf den Boden werfen. Aber das ist ein bisschen viel Eisen. Bob, hast du Zugriff, hast du Zugriff auf den Kiln? Bob, probier mal, weil Steine kann ich auch auf hier auch und Sand. Ja, ja, Steine ist ein Unterschied. Ja, Sand da auch. Bob, kannst du auf den Kiln? Ja, nee, ja, wenn schmeiß ihm das ganze Eisen in den Kiln, dann kann er sich das da mache ich das unter Manage Kiln? Ja. Ja. Gut. Sehr gut. Und jetzt, wo werfe ich das hin? Jetzt ziehst du ihm das einfach rein, das Eisen. Useful out of that. Oh, ja. Schaust du selber mal rein und denkst dir deinen Teil von. Was passiert? So, jetzt sag ich hier Use Blows hier. Edge Killen. Wo ist denn mein Baumeister? Ich komme. Bin da. Wir müssen mal gucken. Wie doll ich überladen bin. 4500 überladen. wo bist du, Atta? Da bin ich kann doch sprinten. Also es macht Sinn, wenn wir irgendwo im Eingangs hier im vorderen Bereich so ein Warenhaus hinhauen. Ja. Large am besten, weil es mehr fassen kann. Aber können wir es? Jetzt probiere ich das mal. Ich mache mal den Game Master Mode auf, damit ich zeig mal den Unterschied für die Zuschauer am besten, damit die das auch sehen. Unter was machen wir das Lagerhaus? Unter Masonry? Oh Gott, weiß ich jetzt nicht. Muss mal schauen. Warehouse, ja, ja. Ein kleines oder ein Large Warehouse. Nee, Large dann. Okay, also ihr habt gesehen, bei Masonry kann ich das. Jetzt mache ich Ö und dann mache ich Slash GM off. So, jetzt bin ich wieder ein schnöde. Gedöns, jetzt mache ich Masonry und jetzt seht ihr, nein, kann ich noch nicht, denn ich kann nur einen Brunnen machen oder ein Stone Fence. Was ich jetzt ganz gut finde, ich könnte jetzt mal ein Stone Fence anfangen zu bauen. Das heißt, ich reiße mit meinem Fleischer mal seinen Zaun ab. Das muss ich allerdings, das könnt ihr nicht machen im Let's Play. Es geht mit dem Game Master. Und zwar slash GM. Obwohl, Jackie. Ja. Du könntest es mal für mich gerade machen, da muss ich nicht den Game Master umschalten. Was soll ich da machen? Und zwar, du guckst den Zaun an. Und drückst N. Und drückst N, Nordpol. Also den Zaun, wir alle, mach die komplett weg. Ja. Einfach komplett entfernen. Siehst du genau. Frag doch nächstes Mal gleich, Jorle, Wiesenbrot. Wiesenbrot? Ja. Und leck mich hier nicht ab. Ich hab die Sachen zu tun. So, und Jack, ich setz mach mal jetzt bitte hin. Werkzeuge. Bitte, mach ich ja. Werkzeuge bitte. Zum Schlachten von Wölfen. Oh, ich brauche einen Hammer. Ich sollte einen Hammer anziehen, das wird dann leichter beim Bauen. Hartwood Blitz. Ignoriert die Fallen. Ne? Ignoriert die Fallen. Ach, warte mal, ich habe noch einen halben Elch in der Tasche. Hartwood Blitz. Du, hier sind noch drei Felder, Jack, die müssen weg bei dir hinten. Alter, was soll denn die Scheiße hier? Entschuldigung. Ich mach das mal. Was? Softwood. Hau ich hier Softwood drin? Wer macht die das? Nicht in den Ofen. Dauert mir zu lang. Ja, Angst. Was denn? Ja. Nicht die Softwoods in den Ofen knallen. Nein, macht doch keiner. Nicht? Nee. Okay. Daraus muss der Jack die nee, ist gut, ich hab nichts reingetan. Ist also ja, gut. Hat doch niemand die. Hört schon wieder hier. Ihr seid so eine Säcke, echt. Soll ich mal ein Feld mit den Steinzäunen, das haben die nämlich auf dem Community-Server gemacht, ein Feld abbauen, wo das Eisen erzählen kann? Da kann man nämlich so einen schönen Rahmen ziehen. Aber. Machst du gerade Flatten? Wer macht denn da Flatten? Ich mache hier kurz diese drei Felder weg hinten bei Jack. Die waren noch über. Ja. Wollen wir noch mehr Platz machen? Dann könnte man ein Lager anlegen für das Eisenerz. Dann hat er ein bisschen mehr Auslauf, der junge Mann. Es ist sowieso, irgendwann kann man ihm das hier abreißen, den Forge and Anvil und den Blacksmith hier hinstellen. Okay. Das ist so ein kleines Häuschen, das müsste hier reinpassen. Sollen wir nicht noch ein bisschen mehr flatten? Wenn du möchtest, können wir hier nochmal einen ranlegen. Jolle. Ein oder zwei. Was? Schön reinflatten da. Jolle? Ja, was denn? Du hattest mir vorher gesagt, dass ich die Snare Traps auf die Spuren legen soll. Aber wenn ich die Spuren ja tracke, dann führt ja nur von mir die Spuren zum Tier und sie gehen nicht durch mich durch. Also könnte ich die ja irgendwo platzieren. Es zeigt mir einfach, wo das nächste Tier ist. Nicht, dass es dort durchläuft. Das ist die Route, die sie laufen. Also nein, das geht nicht von A nach B, das geht von mir in die Richtung des Tieres. Und nicht durch mich durch. Nicht. Ah, okay, gut, dann spielen wir. Okay. Also, dann die. Das wird. Mach's mal an derselben Stelle nochmal, denn die. Trackpiece von Animal. Es geht nur in eine Richtung. Und es geht immer Richtung Wald. Ja, die werden natürlich so angelegt, dass du da auch die in der Nähe hast. Ja, aber ich sehe doch die Abdrücke und die gehen nur in eine Richtung. Mach's einfach drauf. Ja, aber es kommt ja nicht dann. Hallo, wir sind in einem Computerspiel. Das ist nicht die reale Welt.
Ja, das ist mir auch bewusst. Tatsächlich? Ja, das ist. Wie sicher? Mhm. Was denn? Gehen wir hin. Meinst du, er schafft es diesmal? Mhm. Bald. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? Wir sind eigentlich so weit. Wir machen noch einen Moment, weil Fleischhammer ist auch zweimal rausgeflogen. Okay. Wenn man keine Wölfe mehr tötet, auch immer mit einer zweiten Person, dritten Person von mir rede. Ja. Ja gut, das ist der Wahnsinn, weil wenn man von einem Wolf mal angefressen wird, weißt du, dann ist man angefressen und dann kommt der Wahnsinn. Das muss ich mir mal bei dir anschauen. Könnte mal alle rübergehen und ihn auslachen. Bitte. Ach, kommt her! Kommt zu mir! Schaut euch das an! So, Jolle, ich mache jetzt hier einen schönen Bereich, wo dann das Eisenerz hin kann. Jo, machen wir ihn. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Kaputt? Da kann der Fleischhammer doch sicher eine neue schmelzen. Nee, ich hätte jetzt gern von Jack eine Eisenschaufel. Wie sieht's aus? Ich hab doch eine Million gemacht hier. Ja, da im Sack oder wie? Der Sack vom Haus. Ja, da ist noch eine Eisenschaufel und eine Eisenpickaxe für die Frau. Sag mal, du willst mich doch verkackeiern. Mach doch mal von jedem so. Hab ich doch für jeden halt gemacht. Ich hab Glück. Die Musik ist kaputt. Du. Jetzt die Musik weg. Jackie. Ja? Brauch eine Schaufel. Ich mag hier, da ist eine Schaufel drin. Was denn, wo denn? Da ist eine Schaufel. Guck genau hin, junges Fräulein. Guck genau Fräulein. In deinem Sack hier? Da. Ach, da. Ach, guck mal. Entschuldige bitte. Ich gehe das an. Aha. Mit den netten Worten des Fleischhammers würde ich sagen, beenden wir diese Folge. 27 Minuten voller Frust und Freude über den Tod des Wolfes. Nein, der Wolf ist nicht tot, oder? Ist der tot? Nee. Dann ist der Jack tot. Der Wolf ist tot. Das muss man jetzt, kann man ja sehen, wie man möchte. Den einen freut es, den anderen leid es. Ihr wisst schon, was ich meine. Der nächste sagt, du Idiot, bist selber schuld. Genau. Gut, danke. Ja, bis danke. Dann. Ich freue mich auf euch. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Life is Feudal hier bei unserem kleinen Dorf. Tschüss. Ciao.